Lasst uns mal über die gruseligsten Gegner in Tears of the Kingdom reden. Erinnert ihr euch noch an die Wächter aus BOTW und wie ihr euch beim ersten Aufeinandertreffen richtig eingeschissen habt? Nehmt dieses Gefühl mal 10 und das Resultat sind die Miasma-Hände. Das Schlimme ist, dass sie komplett aus dem Nichts vor einem spawnen und man den Schock seines Lebens hat. Oh mein Gott, was ist das denn? Genau wie die Wächter sind auch die Hände nicht leicht zu besiegen, weil sie echt viel aushalten, einen überall hin verfolgen und fucking schnell sind. Schafft man es dann doch, sie zu besiegen, wird es erst richtig witzig. Wir haben sie besiegt, wir haben sie echt... What the hell? Bitte was? Entschuldigung? Zum Glück ist Phantomgarnon aber leichter zu besiegen als die Hände selbst und der Loot ist richtig saftig. Das Problem ist, dass man in ständiger Angst lebt, von jetzt auf gleich von ihnen überfallen zu werden. Egal ob bei den Irrschlössern, auf dem Weg nach Athen oder vom vergessenen Plateau. Nicht mal im Untergrund ist man vor ihnen sicher. Man findet sie im Wald der Crocs, bei den Dunkelfossilen und unter dem Schloss. Deshalb hier noch 3 Tipps, wie ihr gegen die Miasma-Hände gewinnen könnt. Erstens, Bomben. Egal ob von Pfeilen oder geworfen. Passt nur auf, dass ihr euch nicht selbst wegsprengt. Alternativ funktionieren auch Edelsteine oder Raubsteinsteine. Zweitens, mit einer Eislanze könnt ihr die einzelnen Arme einfrieren und mit einem weiteren Schlag wieder auftauen. Und drittens, Funkelfrüchte sind die optimalen Blendgranaten. Falls ihr es euch anders überlegt, könnt ihr außerdem schnell wegrennen.